und von Berufsausbildungsbeihilfen dieses Geld zur Verfügung steht. Die Empfänger von Wohngeld bekommen 135 Euro pro Person und dann nochmal einen Zuschlag für weitere Personen, die im Haushalt leben. Und die anderen Gruppen bekommen 115 pro Person. Jetzt sagten Sie gerade, das Geld geht wahrscheinlich im Sommer auf die Konten ein. Wie ist es mit den Leuten, die sich jetzt schon mit Nachforderungen konfrontiert sehen? Wie können die das überbrücken? Also wichtig ist, dass wir das Wohngeld ja gestärkt haben. Es wird dynamisiert, das heißt, es wird regelmäßig angepasst. Und wir hatten jetzt auch eine CO2-Komponente eingepreist, sodass das Wohngeld schon jetzt höher ist als im letzten Jahr. Bei einer Beispielfamilie, die wir begleitet haben, die kriegen einen Zuschuss von 315 im Jahr, haben aber ausgerechnet, dass sie Mehrkosten von 840 Euro im Jahr haben werden. Ist da noch eine zweite Hilfe in Planung oder ist das jetzt erstmal der erste Schritt? Was sagt man den Familien? Oder ist es einfach so, dass das nicht immer zu 100% deckend wirken kann? Wir haben uns beraten lassen von einem wissenschaftlichen Institut. Das hat sich die durchschnittliche Wohnfläche von Wohngeldempfängern angeguckt. Das ist pro Person 48 Quadratmeter. Und auch die durchschnittliche Preissteigerung, das war die Grundlage für die Berechnung von den 135. Das ist natürlich nicht für jeden gleich. Es gibt einige, die werden vielleicht weniger Kosten haben. Es hängt vom individuellen Verhalten, vom Zustand der Wohnung, aber auch natürlich von der Frage ab, mit welchem Brennmittel heize ich denn, weil die Kostensteigerungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Herr Christian, das geht in die gleiche Richtung, weil die Kritik ist ja da, dass das zu wenig sei und insbesondere Menschen mit niedrigem Einkommen ja in Gebäuden leben, die nicht so gut isoliert sind, sprich höhere Heizkosten haben. Was sagen Sie dazu? Kommt da noch was? Also das ist jetzt die Berechnung, das ist auch nochmal wichtig darauf hinzuweisen, für die Berechnung für das letzte Jahr, die Preissteigerung. Wir haben jetzt ja eine aktuelle Preissteigerung gerade im Gasbereich. Das kann sein, dass das die Diskussion ein bisschen miteinander vermischt. Wir haben uns genau angeguckt, wie die Preissteigerungen im letzten Jahr waren. Das Institut hat sich das für alle Mieter in Deutschland angeschaut und ist zu dieser Berechnung gekommen. Und das ist jetzt die Formulierungshilfe für den Bundestag. Das heißt aber letztlich, ist es eben ein Durchschnittswert, mit dem Sie arbeiten? Ja, sicherlich. Die Alternative wäre ja, dass man einen individuellen Nachweis macht und das wäre dem Ziel nicht entsprechend, dass es wirklich schnell und unbürokratisch ist. Es gab mal die Idee, Steuersenkungen auch auf Gas und Öl auszudehnen. Was sind Sie dagegen? Ja, liebe Zuschauer, soweit Bauministerin Clara Geiwitz zu den Details des geplanten Heizkostenzuschusses, eben ganz besonders für Geringverdiener oder auch für Studenten und Azubis. Und das Thema, das wollen wir jetzt noch vertiefen, denn wegen der hohen Kosten für Gas und Öl denken sicherlich eben auch viele von Ihnen im Moment zweimal nach, die Heizung hochzudrehen. Im Sommer drohen vielen von uns kräftige Nachzahlungen, wenn dann die Heizkostenabrechnung kommt. Und wie die Bundesregierung da jetzt konkret helfen will, wir haben gerade schon erste Einzelheiten gehört und den Rest, den haben wir an dieser Stelle für Sie nochmal im Film zusammengefasst. Beim Anblick dieser Rechnung kann Sascha Marischen nur noch den Kopf schütteln. Über 400 Euro Nachzahlung allein für den Strom. Dazu kommen noch die gestiegenen Heizkosten. Man zahlt und zahlt und zahlt und das, du siehst gar keinen, wofür du arbeitest. Du siehst nur für die Wohnung, für Essen und Restgeld geht alles weg. Deshalb will die Bundesregierung Wohngeldhilfeempfänger wie Sascha Marischens Familie jetzt entlasten. Für Singlehaushalte soll es 135 Euro geben, für Zwei-Personen-Haushalte 175 und für jeden weiteren Bewohner 35 Euro. Doch dem Mieterbund geht das nicht weit genug. Wir haben jetzt schon eine Kostensteigerung beim Strom um rund 60%. Beim Gas um rund 76%. Und wir wissen heute schon, dass dieser einmalige Zuschuss nicht reicht. Und wir brauchen eine dauerhafte Entlastung von Mieterinnen und Verbraucherinnen, nicht nur eine Einmalzahlung, und zwar bestenfalls für alle, die unter den gestiegenen Energiekosten im Moment leiden. Und das sind laut dem Mieterbund nicht nur die rund 700.000 Haushalte, die bundesweit Wohngeld empfangen, sondern rund die Hälfte aller Haushalte in Städten mit hohen Mietspiegeln. Neben direkten Entlastungszahlungen sehen Experten auch noch andere Stellschrauben. Wir werben aber auch schon lange dafür, dass man die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung komplett rückerstattet an die Bevölkerung pro Kopf. Und dann wäre man bei höheren Beiträgen, und das würde ja gerade Niedrigeinkommensbezieher
entlasten. Am Monatsende mehr übrig haben. Das wünscht Sascha Marisch in seiner Familie und genau